Willkommen zurück zu einer weiteren Runde Fallout 76. So. Dann wollen wir mal gleich weitermachen, wo wir aufgehört hatten. Also ich hatte hier vorne jetzt ein bisschen was kaputt gemacht. Jetzt können wir ja noch mal hier in die Ecke gucken, aber ich denke mal, die anderen Spieler werden hier alles leer gelootet haben. Ah. Moment, sollte ich nicht irgendwas mit einer Spitzhacke töten? Moment. War es, glaube ich, nicht heute sogar eine Daily oder so? Oder war es wöchentlich? Genau, töte Grubenhauer, während du mit einem Bergarbeiterhelm trägst und eine Spitzhacke ausgerührt hast. Okay, gut. Hier war das jetzt noch, töte einen Stechflügler, sammle ein Magazin, pflücke Rotun Dornblüten und eine höhere Stufe. Na, bei den Blüten bin ich mir jetzt null sicher, wo die sein sollen. Aber mal schauen, ob wir die in dieser Session hinkriegen. Aber noch ein bisschen Zeit. So ist es nicht. Jetzt gehen wir hier nochmal in die Ecke. Aber nee, hier wurde alles leer geräumt. Bloß nicht alles geknackt. Das heißt, wir haben doch noch Stuff hier drin. Den wir natürlich morgen mitnehmen werden, wenn hier noch was Anständiges rumliegt. Ah, Stahl kann ja schon mal nicht schaden. Für meine Rumstehrunden. Brennstoff. Boah, ich hätte gerne mal wieder einen Flammenwerfer. Ich ärgere mich so ein bisschen, dass ich damals den Flammenwerfer wegen Überlevelung weggemacht habe. Weil wir hatten hier einen 45er Flammenwerfer. Jetzt bereue ich es ein bisschen. Jetzt haben wir nämlich jetzt das Max-Level der Waffen erreicht. Holy shit! Wo kommst du denn her, Kollege? Okay. Wir machen mal den Tanz mit der Schrotflinte hier. Sonst dauert das. Schlüsselteil der Blackwater-Banditen? Der Typ war von einer Quest. Der war. Okay. Ich glaube, die Quest macht diejenige auch gerade. Jetzt habe ich gar nicht gesehen, ob wir den Bauplan schon kannten. Uno momento. Wir können hier nochmal was hacken. Yes. Okay. Na, geht die Tür voll nämlich auf. Na, Holzkiste ist leer. Gut, dann rennen wir mal kurz nach vorne. Und aktiviert für uns die Quest. Jetzt haben wir ja jetzt schon den Schlüssel. Ist ja jetzt, ja, schlecht gelaufen, denke ich mal. Können wir uns hier aber auch noch ein bisschen umgucken. Nehmen uns hier auch natürlich ein bisschen was mit. Soll doch nicht verhungern. Was haben wir hier noch? Überall einmal durch, denn ich muss ja wieder demnächst auch verkaufen können. Wir sind ja jetzt erst nur zwei Händler durch. Ah, hier können wir den nächsten Safe knacken. Nochmal Brennstoff. Mensch, Mensch, Mensch.
So, hier nehmen wir uns auch alles. Hier ist Vorarbeiter Hibbs, US-Energieministerium. Wenn Sie das hier hören, willkommen im Team und so weiter. Wahrscheinlich hat die Personalabteilung sich schon um euch gekümmert. Eine Sache aber muss ich noch einmal nachdrücklich betonen, damit ihr es auch wirklich kapiert. Unsere Regierung förderte im Bergwerk Blackwater Uran. Ihr seid ab jetzt also Bundesangestellte. All die Hintergrundprüfungen und Sicherheitsgespräche wurden nicht zum Spaß durchgeführt. Jeder Förderertrag, der zu gering ausfällt, ist ein Problem für die nationale Sicherheit. Denn dann wird eine Rakete weniger gebaut und ein Kraftwerk weniger versorgt. Das Energieministerium macht keine halben Sachen. Ich übrigens auch nicht. Also, geht zurück an die Arbeit. Buddelt ein paar hübsche Steine aus und betet, dass ihr auch morgen noch zeugungsfähig seid. Oh Mann. Ich hab dieses alte Holoband zum Aufnehmen gefunden und ich weiß, wie dumm das ist. Ihr könnt mich nicht mehr hören. Keine Ahnung. Vielleicht mache ich das für mich selbst. Ich vermisse dich, Lucy. Mehr als du dir je vorstellen könntest. Und irgendwie fühle ich mich verantwortlich. Die Schneekanonen liefen auf Hochtouren und ich wusste, dass du nicht gerne Ski fährst. Also habe ich nicht erwähnt, dass ich aufbreche. Ich dachte, du würdest es mir ausreden. Hätte ich es dir doch nur gesagt. Wir sind beide Sturköpfe, aber eine von uns hätte nachgegeben. Dann wären wir noch zusammen. So oder so. Vielleicht ist es gut so. Diese Leute, mit denen ich jetzt lebe, würden uns wohl nicht akzeptieren. Ich musste noch härter werden als früher. Ich musste stehlen und töten. Noch schlimmer ist, dass ich mich hinter dieser Fassade verstecken muss. Irgendwie lebe ich. Aber was ist aus mir geworden? Bin ich immer noch die gleiche Alfredi, die du kanntest? Würdest du mich noch mögen? Ich hoffe, dass du mich verstehen würdest. Wer überleben will, muss stark sein. Und wenn das bedeutet, den Bösewicht zu spielen und einen Haufen Monster anzuführen, um die Schwachen auszuplündern, dann mache ich das eben. Oh. Zurück. Ich höre lieber auf. Zeit für mein anderes Ich. Warum haben die Bomben dich mir nur genommen, Lucy? Ich liebe dich. Für immer. Oh Mann. Gut, dann wollen wir jetzt mal gucken hier. Freddy Langs Aufzeichnung. Hilfe. Gebt nicht auf. Immer schwieriger, klar zu denken. Haut leuchtet. Mir ist schlecht. Hab es versucht. Fühlt sich gut an, im Bergwerk zu sein. Wärmer. In der Nähe der Strahlung. Werde da schlafen. Auf was auch immer warten. Okay. Strahlungsleck. Dieses Arschloch, ich habe allen gesagt, nicht an den Maschinen im Bergwerk rumfummeln. Wir wissen nicht, welche Funktion sie hatten. Und das Letzte, was wir jetzt brauchen, ist, dass unser neues Zuhause einstürzt. Und was passiert? Rob hat alles gebeichtet, nachdem ich mit den Kastrationen gedroht habe.
Ich musste sich einfach... Er musste sich einfach betrinken und mit dieser blöden Maschine rumspielen. Und was macht das Ding? Es lässt überall Strahlung austreten und er bastelt schon heimlich seit Monaten dran rum. Er hat ein gigantisches Leck erzeugt und jetzt sterben seinetwegen Leute. Einige von uns sehen aus wie Leichen, die zwar immer noch zucken, aber keine Reaktion mehr zeigen. Wenigstens bewegt sich Rob nicht mehr. Ich versuche stark zu bleiben. Ich versuche nicht aufzugeben. Die Leute werden krank. Eine Menge Leute sind mittlerweile richtig krank. Das geht schon einige Zeit lang so und hört nicht auf. Mir fallen die Haare aus. Die Haut pellt sich. Ich kann nichts essen. Wenn ich doch nur rausfinden könnte, wer diese verdammte Seuche ausgesetzt hat. Ich würde ihm mit eigenen Händen umbringen. Du hast mir gesagt, dass ich niemals aufgeben soll, Schatz. Das werde ich nicht. Ich werde es durchstehen. So wie alle anderen auch. Du wirst stolz auf mich sein. Uns gehen die Camps aus. Ich weiß nicht, was es ist. Vielleicht nur eine schlimme Grippe oder so. Aber uns tut alles weh. Und wir fühlen uns schwach. Wir haben Camps gegen die Symptome genommen. Aber es dauert lang, das ohne Ärzte zu bewältigen. Und langsam gehen uns die Mittel aus. Die Cutthroats haben nach Unmengen Camps. Vor allem da die Knallharten alles nach Top of the World bringen. Ich glaube, sie wären bereit, eine Kiste davon gegen die Mini-Atombomben einzutauschen, die wir diesen Typen von der Stählernen Bruderschaft geklaut haben. Ich weiß, was ich gesagt habe, keine Camps mehr, aber das war vor langer Zeit und die Welt hat sich verändert, Liebling. Ich nehme nur das, was ich brauche, um mit dieser Krankheit über den Tag zu kommen. Gute Beute. Ich habe heute ein paar Reisende überfallen, die den Bergen unterwegs waren. Hat eine Menge guter Beute und Vorräte eingebracht. Sie meinten, sie würden Waren zu einigen Überlebenden auf der anderen Seite des Gebirges transportieren. Also sollten wir uns die Siedlung bald mal anschauen. Eine von ihnen sah aus wie du. Ich habe gezögert, aber nur kurz. Sie hat um ihr Leben gebettelt. Fing an zu schreien. Ich musste es tun, sonst hätte sie noch andere Leute, was auch immer, angelockt. Vielleicht hätte ich es nicht tun sollen. Diese Bergwerke sind gute Verstecke. Hier wird sowieso niemand je nach uns suchen. Und was war sonst noch? Ach ja, ich musste Frank erschießen. Er dachte, er könne ein bisschen was für sich abzweigen. Jetzt gehört sein Vorrat allen und er dient als Mahnung, nicht gierig zu werden. Die Knallharten waren da. Marjorie war mit ein paar von diesen knallharten Versagern hier, um sich den neuen Ort anzuschauen. Sie meinte, sie wolle alle Schlüsselteile haben, um irgendwelche Sicherheitskopien für den Fall anzufertigen. Dass irgendwem irgendetwas zustürzt oder so. Scheiß drauf. Wir wissen alle, dass du mit dem Boss Truth ein Problem hattest, Margie. Du kannst zum Glück reden, dass du was von uns abbekommst. Aber immerhin versorgst du uns ja auch mit Camps. Trotzdem werden wir dir nicht die Schlüssel geben. Damit du dich mit unserem Zeug aus dem Staub machen kannst. Netter Versuch. Aber das wird nichts. Du fehlst mir. Ich vermisse dich so, Lucy. Wenn du nur wüsstest, was aus uns geworden ist. Manchmal ertappe ich mich bei den Gedanken, dass es vielleicht besser war, dass du vor mir gegangen bist. So musst du mich wenigstens jetzt nicht mehr miterleben. Andererseits, ich bin ziemlich gut in dem, was ich mache. Es ist erschreckend,
wie selbstverständlich Diebstahl für mich geworden ist und wie hart ich geworden bin. Naja, hart musste ich schon immer sein, aber das wusstest du ja, so wie wir aufgewachsen sind und was wir alles einstecken mussten. Ich habe den Leuten meistens eine dicke Lippe oder ein blaues Auge verpasst, um mir Respekt zu verschaffen. Das habe ich wohl in mein neues Leben übernommen. Wenigstens drauf warst du stolz. Ich bin für andere eingestanden, habe ihnen gezeigt, wo es lang geht. Ich bin ein Anführer und sie mögen mich tatsächlich. Sie wissen, dass sie es nicht mit mir aufnehmen können. Ich muss das niemandem mehr klar machen. Wenn du irgendwie auf mich herabschaust, dann musst du verstehen, dass ich das alles nur mache, um zu überleben. Bitte hasse mich nicht. Endlich drin. Wir haben endlich das Passwort für dieses Ding. Es war Pumpernickel. So wie das Brot ist uns die Hände gefallen, als wir den Spind des alten Vorarbeiters ausgeräumt haben. Darin lag ein zerknüllter Zettel und darauf stand tatsächlich das Passwort. Das nenne ich mal Glück. Dieser dämliche Roboter da draußen war uns keine Hilfe. Die Jungs scheinen ihn allerdings zu mögen. Wir werden ihn daher wohl behalten. Jedenfalls gehört das Terminal nun mir und weil ich immerhin Anführer von diesem Banditenhaufen bin, werde ich darin meine persönlichen Tagebucheinträge festhalten. Seit ich Lucy im Krieg verloren habe, gibt es niemanden mehr, den ich mich anvertrauen kann. Niemanden. Denn ich erzählen kann, was in mir vorgeht. Nur noch das hier. Ich schwöre, wenn mir das einer dieser Idioten kaputt macht, jage ich ihnen eine Kugel in den Hinterkopf. Oh Mann. So, was hatten wir jetzt noch? Berichte des Vorarbeiters, Produktionsberichte. Na, mal gucken wir da auch nochmal rein. Boah, das ist aber ein bisschen viel. Ich glaube, das sollten wir jetzt mal lassen. Wir haben jetzt die Geschichte eigentlich quasi jetzt hinter uns. Jetzt müssen wir Eingang zum Bergwerk. Ja, ich bin noch hier. Okay, es geht. Wir haben doch eigentlich den Schlüssel schon bekommen. Dadurch, dass wir hinten reingerannt sind. Gut, gehe ich mal kurz raus. Ich hätte jetzt gern zwar noch ein bisschen weiter gelesen, aber ich glaube, das wäre sonst wieder in eine Lesefolge ausgeartet. Das wäre hier nicht so gut. Wir wollen ja auch ein bisschen mehr Action haben und jetzt nicht 3 Folgen im Bergwerk sitzen. Ah, bevor ich es vergesse. Stimmt. Fällt mir gerade ein. Und zwar, wir hatten ja letztens, der Mottenmann kommt, das Buch gefunden. Und das ist tatsächlich ein Hörspiel. Das werde ich bei Gelegenheit nochmal abspielen. Aber jetzt wollen wir erstmal gucken. Gehen Eingang des Bergwerks. Okay. Seien Sie gegrüßt, Mitarbeiter Nummer 1. Erkennung. Hey, da sind Sie ja wieder. Ich schätze, Sie haben es gefunden, oder? Ich nehme es einfach mal an. Also weiter im Programm. Schauen wir als nächstes bei den Fallenstellern nach. Sie hatten ein Lager in der Nähe von Devil's Backbone, um die Straße im Südosten im Auge behalten zu können. Wir haben nie erfahren, was mit ihnen passiert ist. Wir waren schon recht schwach aufgestellt, als sie verschwanden. Irgendwer oder irgendwas hat sie wahrscheinlich erledigt. Vielleicht haben sie eine Notiz oder einen anderen Hinweis zurückgelassen. Das waren ziemliche Naturburschen. Haben gerne gekämpft und gejagt. Also Vorsicht, wenn sie im Lager nach ihrem Schlüsselteil suchen. Falls es nicht offensichtlich sein sollte, die hatten es echt mit Fallen. Okay. Ja, das heißt, wir könnten diese Straße eigentlich quasi gut beibehalten. Achtung, Bürger. Ein Atomschlag steht bevor.
Bitte verlassen Sie das Gebiet schnellstmöglich. Wo denn? Ah, wieder da unten. Danke für Ihre Kooperation. Okay, da sind sie aber relativ schnell. Die erste Brandbestienkönigin zu rufen. Na gut, dann werden wir uns jetzt hier die Straße aufmachen. Wo wir auch das schöne MG her haben. Schön 50 Kaliber Ding. Jetzt wollen wir hier erstmal ein bisschen gucken. So, na klar gibt's hier wieder Maulwürfe. Für solche Gelegenheit ist das Ding hier echt nicht schlecht. Also, das habe ich jetzt auch eingetauscht gegen das Dönermesser. Ich finde das ein bisschen besser als das Dönermesserchen. Weil es halt auch nochmal plus 1 Stärke gibt. Das heißt, der Schaden wird auch nochmal erhöht. Und es macht da auch mehr Schaden als das Dönermesser. Und ja, aus dem Dönermesser kam leider kein Bauplan raus beim Zerlegen. Das sah erst aus wie eine Maulwurfsratte. Okay. Ich sehe auch schon Maulwürfe, wo keine sind. Okay, Impro. Ah, ich mag den Perk langsam mehr und mehr. So, wir haben da vorne ein Häuschen. Muss gucken, Häuschen. Hauptquest kann warten. Viele interessante Dinge. Und das liegt hier sogar noch am Weg. Was seid ihr? Achso, das sind die Bienenviecher. Ich wollte gerade sagen, was bist du denn, aber... Das erklärt sich jetzt natürlich. So. Und euch hauen wir einfach in Stücke. Wo seid ihr? So. Ah, Stimpak, danke. So, machen wir mal anders. Das zweite Vieh will ich einfach mal wegsprengen hier. Wo bist du? Da bist du. Na, schmeckt der Kugelhagel? So. Ah, Kronkorken, wunderbar. Nehmen wir alles mit. Da haben wir jetzt so gut wie keine Kronkorken mehr und hier liegt sogar noch ein bisschen was zu essen. Ah, hier drin sind wir sicher jetzt. Hoffe ich mal. So, Anglerausrüstung. Ne, wir brauchen ja sowieso noch ein bisschen was, um den Raider zu beschwichtigen. Was liegt hier? Pumpgun. Aha. Dafür habe ich leider, glaube ich, sowieso alle Baupläne. Kann man was da sehen? Nee, sind viel zu weit weg. Wenn hier Armbrustbolzen in den Zielscheiben hängen, gibt es hier vielleicht auch eine Armbrust? Da hinten ist noch so ein Vieh. Du leuchtest nur nicht so. Na? Ich glaube, wir sollten für die letzten 500 Schuss wirklich das Ding mal als Sniper ausbilden. Ah, dass man die immer nicht sehen kann. Ah, jetzt habe ich sie erwischt. Die sind auch hässlich. Kurz Gatling-Geschütz? Ist es das, was ich denke, was es ist? Tatsache. Sogar Level 50. Ja, nice. Und ich sehe gerade, wir müssen eigentlich schon längst mal was essen und was trinken. Nehmen wir uns erstmal einen Nuka. Ah, komm, machen wir uns mal einen richtig schönen, satten, fetten und... Oh, essen dann hier einfach nochmal geröstete Meierlurk. Dann passt das. Das ist sogar die kleine Gatling-Gun, die so extrem langsam schießt.
Auch nicht schlecht. Und hier liegt wirklich eine Armbrust. Nice. Kriegen wir mal die Armbrustbolzen auch demnächst mal runter. Mensch. Wie hoch ist die denn? Armbrust, Armbrust, Armbrust. Hier Stufe 15. Hey. Das lohnt sich ja überhaupt nicht. So, gucken wir hier mal in die Powerrüstung rein. Fusionskern, wunderbar, nehmen wir mit. Und eine 45er Raider. Nee. Ah! Ich sollte doch heute noch ein Heft suchen. Da haben wir eins. Das passt doch. Also schon hat sich dieser Ausflug wieder gelohnt. Mindestens 10 Atome. Oh ja, das Ding ist auch schön laut. Macht auch eigentlich ordentlich Schaden, aber ein bisschen zu langsam, finde ich. Ist da noch eins? Und ein bisschen unzielgenau. Obwohl wir schon den Power Armor Perk drin haben. Dass sie denn zielsicherer sind. Aber mal schauen. So, was haben wir hier? Na? Jetzt gib mir die Flasche. Ich muss doch wieder ganz viel Glas herstellen. Brauche ich zwar wieder Plastik für, aber... Das ist der einzige Verwendungszweck für Glas. Große Menge herstellen, verkaufen. Bis jetzt. Ja, mit dem Ding könnte man eigentlich eine Weile rumrennen. Aber gut, gehen wir jetzt erstmal weiter. Jetzt sind wir ja sowieso ein bisschen überladen. Hey. Lass mich doch hier nicht mit jeder Falle fangen. So, jetzt muss ich erstmal gucken, wo war jetzt eigentlich meine Markierung? Meine Markierung war da hinten. Okay. Na dann, weiter ab die Straße runter. Ich glaube, wenn wir jetzt hier auch ein bisschen gut Munition runter haben, so bei 200 oder so. Ist das vom Spieler? Sieht ganz danach aus. Ja, es ist vom Spieler. Das haben sie eigentlich auch cool gemacht. Wenn der irgendwo ein Geschütz hat, dann kann man das eigentlich auch sehen. Ah, da. Da kann man nämlich jetzt oben auch das Icon sehen und wem das gehört. Finde ich auch nicht schlecht. Jetzt haben die Icons wenigstens mal einen Sinn. Vielleicht gönne ich mir dann auch mal den nächsten neues Icon. Wüsste zwar noch nicht welches, aber irgendeins wird schon werden. So, jetzt mal schauen. Wir sind jetzt bei weitem noch nicht dran. Wir sind jetzt hier bei einer Mülldeponie. Okay, ich glaube, das wäre mit Schleichen und Zielvisier besser. Wenn die uns nicht mitkriegen. Na? Haben wir hier Ghule am Start, ja? Einer muss hier aber noch sein. Ja, so klappt das eigentlich auch ganz gut. Solange wir uns hier von A nach B schleichen. Ich sag mal nicht, die Waffe ist ja echt nicht schlecht. Bloß so meine Favoritenwaffe wäre es jetzt trotzdem nicht so. Ich weiß nicht, irgendwie die großen Waffen, die machen mir immer ein bisschen mehr Spaß.
So, von gesamt her hat die hier auch gute Möglichkeiten. War hier nicht noch eben ein Ghoul? Hier war doch eben irgendwo ein Ghoul reingerannt, oder? Ja. Hoppala, was sehe ich denn da? Ist er noch ganz? Hast du ein hohes Level? Weil dann hätte ich einen neuen Anzug. Naja, es geht. Ist aber besser als unser. Weil wir haben ja immer noch nur einen kaputten. Kann hier auch nochmal den Beschädigten mitnehmen. So. Nachladen. Okay. Beide erwischt. Ghoul aussnipen hier. Oh, ein Airdrop. Halt, dich habe ich im Augenwinkel noch gesehen. Okay. Das werden doch ein paar viele. Ah, schön. Ja, falsch. Kommt da noch einer? Ja. Na, wenn man so ein bisschen Feuermodus runterfährt, dann ist sie doch ein bisschen besser, als wenn man jetzt gleich alles in einen reinpfeifert. Achso, jetzt habe ich die Lampe da als, Ghoul gehalten. So, haben wir jetzt mal, da drin hatten wir jetzt soweit alles fertig. Haben wir jetzt genug Zeit, noch ein Airdrop. Meine Güte. Gehen die davon aus, dass ich heute nicht richtig loote, oder was? Aber dafür gibt es doch gar keinen Grund. Na, hier könnte man gut Strahlung farmen. Für Mutation. Aber mit Mutation wollte ich mich jetzt noch nicht so beschäftigen. Dafür fehlen uns ja auch noch sämtliche Perks für. Das wäre nicht so cool. Was haben wir hier? Mülldeponie. Na, da wollte ich jetzt nicht gerade rein. Denn wir wollten ja eigentlich die andere Quest machen. Also hier außerhalb kein Thema. Aber da reingehen, das müsste mir... Ich dachte, ich bin fertig mit euch. Das müsste dann halt auch schon ein triftiger Grund sein, dass ich da reingehe. So, jetzt haben wir hier alles leer. Hier unten hatten wir auch alles leer. Da oben ging es noch irgendwo hoch. Was bist du eigentlich? Du bist eine Brombeere. Gut, dann gucken wir jetzt nochmal da oben nach. Hier haben wir sogar noch Kronkorken. Nett. Nett, nett, nett. So, ist hier denn auch noch einer, oder? Ja, nicht so. Na, komm schon. Jetzt will ich da rein. Und zwar in dieser Folge noch. So. Ja, okay. T60 Helmlampe Lila. Oh, jetzt komme ich aber ein bisschen durcheinander. Ich weiß gar nicht mehr, was ich auf diesem Char hier noch hatte an Power Armor. Zweite Wahl. War es eine T60 oder war es eine T45? Ich weiß es gar nicht mehr. Aber okay, gut. Wir haben jetzt sowieso schon ein bisschen Überlänge. Deswegen würde ich sagen, machen wir jetzt hier an der Stelle den Cut. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Also, schaltet wieder ein und bis dann.